Hallo, ich grüße euch. Ja, heute soll es mal um etwas Kultiges gehen. Und zwar um das ja, weltberühmte Sippo-Feuerzeug. Ja. Wer es nicht kennt und noch nicht hat, der wird mit Sicherheit schon mal davon gehört haben, dass es die Dinger gibt. Der ein oder andere findet die toll, der andere hält nichts davon. Ich will jetzt mal nach 3 Jahren alleiniger Sippo-Nutzung, ja, 3 Jahre Sippo, ausschließlich Sippo, mal eine Bilanz ziehen, wie ich das sehe mit den Sippos. Ja, wer mich schon etwas länger kennt, weiß, ich bin the greatest smoke at all, ja. Ich rauche über 100 Zigaretten am Tag. Das ist Tony Hämmerle. Und es gibt, glaube ich, auf diesem Planeten nicht allzu viele, die das toppen können und nicht allzu viele, die auf diesem Level sind. Deswegen glaube ich, um ein Feuerzeug zu testen, gibt es, glaube ich, kaum einen besseren als mich, weil ja, so viel intensiver Gebrauch, das habt ihr wahrscheinlich ja, bei Feuerzeugen selten in der kurzen Zeit. Also, ich will damit mal anfangen. Mein erstes Sippo, das war dieses hier. Da ist jetzt kein Einsatz mehr drin. Das liegt daran, dass der Einsatz nach 1,5 Jahren so lose war, dass er quasi, wenn ich das umgedreht habe, so fast schon so rausgefallen ist. Der war so also ziemlich locker. Nach 1,5 Jahren ist das ungefähr passiert. Dann habe ich den Einsatz ein bisschen mit der Zange hin und her gebogen, um den ein bisschen aufzubiegen, damit er hier wieder besser hält. Mit dem Resultat, dann hielt er so fest, dass den gar nicht mehr rauskriegte mit den Fingern. Da musste ich ihn immer mit der Zange rausziehen beim Befüllen und der muss ja alle 2 Tage befüllt werden. Und so ein Feuerstein, der hält bei mir auch nur so 1,5 bis 2 Wochen, dann muss ein neuer her. Ja, das ist halt die intensive Nutzung, ja. Andere kommen mit einem Feuerstein Monate aus, bei mir hält er 1,5 Wochen. Das Benzin, da kommen auch an den meisten länger mit aus. Ich muss das so ungefähr alle 2 Tage nachfüllen. Ja, so sieht es also aus. Und dann ist quasi mein erster Einsatz nach 1,5 Jahren verstorben. Ja, die Hülle ist noch da, die ist auch immer noch im Top-Zustand eigentlich, ne? Der ist, ja, gut, der hat ein paar Kretzerhirne, aber es ist noch kein blankes Messing. Also die Hülle ist nach 1,5 Jahren immer noch im guten Zustand. So, er hat jetzt an dem hier natürlich ein bisschen Spiel bekommen. Ja, dazu sage ich gleich noch was. Aber so ist es halt. So, also habe ich mir Neues gekauft und das ist dieses hier. Das ist jetzt auch genau 1,5 Jahre alt. Genauso alt. Und genauso lang benutzt worden wie dieses. So, hier ist jetzt das Problem, dass der Deckel hier so viel Spiel hatte, dass ich den mit der Zange, ja, also hier bin ich mit der Zange dran gegangen und dann ist er ein kleines Stück abgebrochen. Haha, selber schuld. Hätte ich besser gelassen, aber naja, ich wollte es reparieren und dabei ist dann kaputt gegangen. Das wird also jetzt nicht mehr sehr lange halten, und dann ist vorbei. Das heißt, ich habe in 1,5 Jahren, der Einsatz ist noch im Top-Zustand, der funktioniert einwandfrei. Ja, ja, das habe ich jetzt in 1,5 Jahren quasi ein Gehäuse demoliert. Ja, und einen Einsatz. Aber eigentlich durch eigenes Verschulden. Ja, das geht jetzt hier kaum noch rein. Deswegen kann ich jetzt hingehen und da den Einsatz, der noch funktioniert, in das alte Gehäuse stecken und dann funktioniert es wieder einwandfrei. Weil das Gehäuse hier, das macht es nicht mehr lange. So, ich will das mal kurz in Zahlen darstellen. Also meine beiden Sippos haben in den 1,5 Jahren, wo ich sie jeweils genutzt habe, also ja, 2 Stück, jeweils 1,5 Jahre, also 3 Jahre insgesamt, haben die pro Einsatz, ja, das sind die Einsätze hier, haben die 110.000 Zündungen gehabt. Mehr wie 110.000 Zündungen. Weil man kann das ja relativ leicht rechnen, bei 100 Zigaretten am Tag habt ihr, sind 1,5 Jahre, sind ungefähr 550 Tage.
Mal, ihr müsst ja jede Zigarette mindestens zweimal anzünden, weil die im Aschenbecher ja immer ausgehen, die Dinger. Manchmal auch dreimal, viermal. Und auch ein Sippo zündet nicht immer beim ersten Mal, ja. Normalerweise schon, aber wenn die dann, wenn das Benzin ausgeht oder wenn ihr frisch befüllt sind oder wenn der Feuerschein schon ein bisschen runter ist, dann müsst ihr auch zweimal zünden, um einmal eine Flamme zu kriegen. Also müssen wir das ungefähr die 550 mal 200 rechnen. Das kommt dann hin, ja, wenn man zu jeder Zigarette zweimal zündet und dann hat man noch ein paar Fehlzündungen dabei und man braucht ja vielleicht auch mal eine Kerze anzuzünden oder einen Grill oder wie auch immer, ja. Dann kommen hier nach anderthalb Jahren auf 110.000 Zündungen. 110.000 mal das hier. Ja, um die Zahl mal einzusortieren, ein BIC-Feuerzeug, das kennt ihr ja, diese Plastikfeuerzeuge aus Frankreich, das sind ja die besten Einwegfeuerzeuge, die es weltweit gibt, garantiert die Firma BIC 6.000 Zündungen. Danach ist es kaputt oder leer. Die Feuerwehr Düsseldorf hat das, glaube ich, auch mal ausprobiert und im Auftrag von Galileo von ProSieben. Und die haben dann diese 6.000 Mal an dem Rädchen gedreht und das hat funktioniert. Und ja, ein BIC hält 6.000 Zündungen. Ein Einwegfeuerzeug aus China, diese Billigdinger da, ja, die ihr für ein paar einen Euro oder so an der Tanke bekommt, die schaffen nur 900 Zündungen. Dann sind die auch schon kaputt. Meist ist es so, dass das Gas ist noch genug Gas drin, aber die Dinger sind kaputt. Ja, also dann ist der Reibstein ab, also der Zündstein weg oder das Ding ist blockiert oder das Plastik ist abgebrochen vorne am Zündstein und die Dinger sind kaputt. So ist es. Auch wenn ihr ein Mehrwegfahrzeug aus Japan kauft und sagen wir mal so, wie heißen die Diplomat oder so, die kosten so plus minus 100 Euro. Naja, mehr wie 50.000 Zündungen machen ja auch nicht. Dann ist spätestens dieser Piezo-Zünder kaputt. Den kann man zwar wieder nachkaufen, aber nach meiner Erfahrung sind die Dinger dann auch Schrotto. Ich hatte sogar mal eine Dupont. Das hat 700 Euro gekostet. Das hatte ich nur ein Jahr. Das war in dem einen Jahr dreimal in der Reparatur. Das war also immer so kaputt, dass ich das selbst nicht reparieren konnte, weil die Ersatzteile nicht zu bekommen waren und ja, die Reparatur aufwendig war, habe ich das dreimal wegschicken lassen vom Händler und bekam das dann immer nach 3, 4 Wochen oder so wieder zurück. War eine Garantiesache, keine Frage, haben die auch auf Kulanz gemacht, auf Garantie, aber nach 3 Jahren war ich das dann satt, immer wieder kaputt, habe ich das Ding verkauft. So. Also die halten so lange definitiv nicht durch, bei weitem nicht. Ja, 110.000 Zündungen, das ist eine Welt, das ist ein Universum, ein Multiversum, das ist eine Menge. Ja, also das erreicht ihr mit keinem anderen Feuerzeug auf dem Weltmarkt. 110.000 Füllungen ohne ein einziges Problem, ohne dass irgendwas kaputt gegangen wäre und ohne dass irgendein Probleme aufgetreten wäre. Erst dann fängt es langsam an, dass entweder dieses Scharnier hier aufgibt oder dass der Einsatz vom vielen rein und raus so abgescheuert ist, dass der einfach irgendwann nicht mehr so richtig hält. Was wohl auch ein Schwachpunkt ist, das ist dieses Ding hier. Das soll auch schon mal hin und wieder aufgeben. Bei mir noch nicht, aber kann passieren, ja. Und nach anderthalb Jahren muss man das Ding auch mal reinigen. Ich habe das nie gemacht. Ich habe es jetzt erst gemacht. Ich habe es anderthalb Jahre nicht sauber gemacht. Und nach anderthalb Jahren würde ich auch mal einen neuen Docht rein und eine neue Watte verpassen. Ja? Aber anderthalb Jahre ist das mit dem ersten Docht, mit der ersten Watte gelaufen. Das Einzige, was ich regelmäßig wechseln musste, war der Zündstein und natürlich das Benzin. Wenn wir das jetzt mal in Kosten Euro ungefähr, ja, mal klarstellen. Dann muss man Folgendes, glaube ich, sehen. Ein Standard-Sipo, das ist dieses hier, in einfach verchromt, kostet bei Amazon derzeit etwa 15 Euro. Ja, und das ist ja der gleiche Einsatz wie bei den farbigen auch. Die farbigen kosten so zwischen 28, 26 bis 30 Euro.
Ja, das Verchromte ist eigentlich besser, weil das Chrom eher härter ist als Lack und so viel im Grunde länger hält. Das kostet 15 Euro. Wenn ihr also mit der Chromfarbe leben könnt, dann habt ihr 15 Euro und als greatest Kettenraucher on the planet kommt ihr da 1,5 Jahre hin, ohne dass ihr ein Problem habt. So, das heißt, ihr raucht 1,5 Jahre für ein Feuerzeug für 15 Euro. Ja? So, wenn ihr das jetzt mit den Big Einwegfeuerzeugen machen würdet, da würden in den 1,5 Jahren, bräuchtet ihr also 18 Stück davon. Und wenn ihr das mit den China-Dingern macht, mit den ganz billigen, dann braucht ihr sage und schreibe 122 Stück davon, um diese 1,5 Jahre so intensiv zu zünden und zu rauchen. Das ist eine Menge. Ja, kostenmäßig würde sich das SIPO also immer irgendwo rechnen. Oder zumindest wird das SIPO nicht teurer, als wenn ihr Einwegfeuerzeuge nehmt. Selbst wenn ihr Einwegfeuerzeuge wahnsinnig günstig einkauft im Internet, in großen Paketen, 122 Stück, also unter 50 Euro werdet ihr auch nicht bekommen, denke ich mal, ja, weil das ist schon ein Haufen 122, ja. Also, wenn ihr die für 40, 50 Cent das Stück kriegt, ist es schon günstig, ja. Bei den Big, die kriegt ihr meistens nicht unter 1 Euro. Ja, zum Kaufen. Insofern die Kosten ungefähr beim SIPO nicht höher als bei Einwegfeuerzeugen. Vielleicht auch nicht so viel günstiger, aber auch nicht teurer. Ihr braucht natürlich noch Benzin und die Feuersteine. Das ist aber nicht so ein Riesenfaktor. Also mit einer Flasche Benzin kommt man ziemlich lange aus. Und die Feuersteine kosten 6 Stück 2 Euro. Das ist auch nicht die Welt. Ja, also kostenmäßig. Wenn ihr Kettenqualmer seid, seid ihr mit dem SIPO nicht teurer wie mit Einwegfeuerzeugen. Das ist einfach so. So, und von der Umweltbilanz ist das natürlich auch eine Geschichte. Ja, 122 Einwegfeuerzeuge in der Mülltonne, die nicht recycelt werden können, die verbrannt werden müssen, ist auch nicht so schön. Im Vergleich zu einem SIPO, was dann komplett aus Messing ist, aus verchromtem Messing, das könnt ihr zur Metallverwertung geben, das kann wenigstens noch recycelt werden, ja. Holt da die Watte und den Docht raus und dann schmeißt das Ding in die Metallverwertung und dann wird das wahrscheinlich recycelt, ja. Weil Messing ist Buntmetall, das ist relativ teuer und das lohnt sich im Recyceln. Ja, während ihr Plastikfeuerzeuge, das Verbundmaterial, das können wir nicht recyceln. Na, das wird in die Müllverbrennung, wird das landen. Ja, so sieht es aus. Also wohl kosten, also umweltmäßig sieht das SIPO hier vorne. Also die 110.000 Füllungen sind schon eine Welt. Ja, kann man das SIPO jetzt, sage ich mal, wegen der enormen Haltbarkeit, weil ich bin der Ansicht, es gibt kein Feuerzeug, was länger hält oder ähnlich lange hält. Das gibt es nicht auf dem Weltmarkt, ja. Also das Ding ist der Wahnsinn. Also ein normaler Raucher, der kommt wahrscheinlich 7, 8 Jahre ohne Probleme mit einem SIPO klar. Bei mir sind es nur 1,5, aber ich bin ja auch nicht normal, ja. Und ja, kann man das empfehlen? Also für einen regelmäßige Nutzer würde ich sagen, auf jeden Fall immer. Weil es sich immer amortisiert und weil ihr einfach ein besseres Ding in der Hand habt als so ein scheiß Plastikdings. Und weil es, naja, ihr kennt das Geräusch vom SIPO, ja. Das ist kultig, ja. Und ja, es ist super zuverlässig, das verlässt einem nie. Ihr merkt auch nach kurzer Zeit, wenn ihr das einen Monat habt oder so, merkt ihr auch, wenn das Benzin langsam alle wird, dann wird die Flamme immer mal kleiner. Und wenn der Feuerstein langsam verschleißt, dann merkt ihr das auch, weil dann geht das hier immer leichter und zündet nicht mehr so gut. Und das kündigt sich also lange vorher an. Das heißt, ist mir noch nie passiert in den 3 Jahren, dass ich jetzt irgendwo gestanden hätte und wollte eine Zigarette anmachen und oh Scheiße, leer, oh Scheiße, Feuerstein weg. Ja, nein, ist mir nie passiert, bei Einwegfeuerzeugen ständig. Ja, weil die geben von einer Sekunde auf der anderen auf. Ja, ihr habt gerade noch geraucht und jetzt wollt ihr noch eine rauchen und geht nicht mehr. Ja, das habt ihr da immer. Und wenn ihr kein Reservefeuerzeug habt, dann steht ihr ganz schön doof da.
Das passiert bei einem Zippo grundsätzlich niemals. Das kündigt sich immer rechtzeitig an. Die Flamme wird langsam kürzer, dann wisst ihr, ja, irgendwann muss ich spätestens morgen neues Benzin reintun. Ihr könnt aber noch locker 50, 60 Zündungen machen. Das gleiche ist beim Feuerstein. Wenn ihr merkt, es ist nicht mehr so gut, ja, dann habt ihr immer noch mindestens 50 Zündungen. Ihr könnt den auch nochmal umdrehen, den Feuerstein. Und ihr könnt, das wissen viele gar nicht, hier gibt es ein kleines Loch. Ja, das sieht man glaube ich kaum, aber hier ist jetzt ein Feuerstein drin. Da könnt ihr Reservefeuersteine ablegen. Ja, und diese Schrauben hier, die könnt ihr mit dem Gehäuse öffnen hier. Ja, also ihr braucht da nicht unbedingt einen Schraubenzieher. Ja, also zum Nachfüllen oder zum Feuerstein wechseln. Ja, das geht. Und ihr könnt auch mit diesem Gehäuse hier optimal diesen Pin rausholen vom Benzin. Ja, ich würde immer Original Zippo Benzin nehmen. Anderes Benzin ist meist so, dass es schneller verfliegt und ihr noch öfter nachfüllen müsst, weil dieses Zippo-Benzin im Grunde eine Art Schwerbenzin ist mit hohem Ölanteil und das nicht so schnell verdunstet. Besser als normales Benzin, als billiges Benzin, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ganz wichtig sind die Feuersteine. Ich habe mir da mal die billigen bestellt aus China. Diese große Scheiße, da zündet das Zippo erst beim dritten Mal, damit sie immer dreimal drehen, damit die Flamme kommt. Funktionieren zwar irgendwo auch, aber wesentlich schlechter. Ja, also ich mag die nicht, diese China-Dinger. Die sind zwar deutlich billiger, aber die taugen nichts. Die sind Silber und die Originalen sind Gold. Die Originalen kommen aus Österreich, von der Fabrik, die das erste Benzinfahrzeug erfunden hat, was im Grunde der Vorgänger des Zippos ist. Die produzieren heute keine Feuerzeuge mehr, sondern nur noch Zündsteine. Funktionieren aber einwandfrei. Das ist richtig gute Ware. Die billigen sind scheiße. Ja, Watte und Docht alle anderthalb Jahre reicht völlig aus. Sauber machen, na, sollte man alle paar Monate mal machen, so alle 6 Monate oder so. Ja, ich habe das erst nach anderthalb Jahren sauber gemacht. Das geht auch. Ja, dann müsst ihr das halt mal auseinanderfummeln, den Docht raus und dann mal richtig mit der Bürste schrubben unter Wasser und dann ist das eigentlich der Einsatz wieder wie neu, dann den ganzen Ruß abschaben, abkratzen. Das geht, also da braucht man eigentlich nur einen Schraubenzieher und eine Bürste und ein bisschen Spülmittel und Wasser. Und dann baut den ganzen Scheiß wieder zusammen. Das ist keine Führungsaufgabe, ja? Ja, welche Nachteile hat ein Zippo? Auch die wollen wir nicht verschweigen. Für Gelegenheitsnutzer, die, sagen wir mal, gar nicht rauchen, die legen das Feuerzeug in die Schublade und müssen abends mal eine Kerze anzünden oder einen Grill. Sind die Zippos scheiße, weil wenn ihr jetzt Benzin hier reintut und legt es in die Schublade, dann dauert es ein paar Tage, dann ist das leer. Das liegt einfach daran, die Dinger sind nicht dicht und das Benzin verdunstet. Und ob ihr das nutzt oder nicht, nach ein paar Tagen ist es alle. So, das heißt, ihr müsst die Benzinflasche im Grunde immer daneben legen. Immer wenn ihr es braucht, wird es leer sein. Ja, deswegen ist das für den Gelegenheitsnutzer im Grunde scheiße, weil wenn ihr ein Big-Feuerzeug nehmt, ich hatte Big-Feuerzeuge, die lagen 20 Jahre in der Schublade, die gingen immer noch, da hält das Gas auch sehr, sehr, sehr lange drin. Wer das Feuerzeug also nur 5-mal im Jahr braucht, da würde ich mir doch lieber ein Big holen, ja. Weil das ist billig und das funktioniert 20 Jahre lang. Wenn ihr das so selten braucht, das funktioniert immer, ja. Da habt ihr weniger Kummer mit und wir müssen nicht auffüllen und weil Benzin in diesen Flaschen kann man ja auch keine 15 Jahre liegen lassen, dann ist das hier auch verdunstet, ja. Also die Leichtbestandteile verdunsten, dann brennt das nicht mehr. Ja, also das ist für Gelegenheitsnutzer oder für Nichtraucher, würde ich sagen, ein Zippo, nee, nicht unbedingt, ja. Für Hardcore-Nutzer auf jeden Fall und für tägliche Raucher, auch wenn ihr nur 10 oder 20 Zigaretten am Tag raucht, ich sage mal, das ist für mich nicht Raucher. Ja, Gelegenheitsraucher, ich rauche bei jeder Gelegenheit, ja. Also die Vorteile sind die lange Haltbarkeit, die geringen Kosten und die Umweltbilanz. Die Nachteile ist halt bei Gelegenheitsnutzern, das wird immer von alleine leer. Dann habt ihr noch der zweite Nachteil, das Benzingeschmack.
Da meckern viele rum und sagen, ah, schmeckt immer nach Benzin, ja. Ich meine, bei dem Original Zippo-Benzin ist das allem bei der Zigarette nur beim ersten Zug zu spüren. Sehe ich als unproblematisch an, weil den ersten Zug nehme ich nicht auf Lunge. Und ab dem zweiten Zug merkt das Benzin nicht mehr. Ja, also wenn ihr das originale Benzin nehmt, habt ihr eigentlich keinen Kummer. Bei einer Zigarre ist es ein bisschen anders. Die geht ja nicht beim ersten Zug an. Da müsst ihr ja schon ein paar Mal nuckeln, bis das die an ist. Ja. Dann nehmt ihr schon ein bisschen Benzin auf. Das kann schon eher sein. Das müsst ihr mal ausprobieren, ob euch das wirklich stört. Mich hat es auch bei einer Zigarre nicht wirklich so gestört. Bei einer Pfeife war es ein bisschen anders. Also wenn ihr eine Pfeife raucht, ja, da müsst ihr halt ständig zünden. Nicht nur einmal, sondern die Pfeife gehen ja eigentlich immer wieder aus. Das ist eigentlich scheiße beim Pfeifenrauchen, dass die Pfeife immer ausgeht und dass sie immer wieder neu gezündet werden muss. So, und dann finde ich das lästig mit dem Benzin. Ja, es gibt ja auch von Zippo extra Pfeifenfeuerzeuge, die haben ja in der Mitte so ein Loch hier. Dann könnt ihr das so seitlich dran haben. Funktioniert eigentlich schon, aber der Benzingeschmack, meine ich, bei einer Pfeife war mir das ein bisschen heftig. Also das hat mir nicht so gut gefallen. Bei einer Zigarre, bei einer Zigarette finde ich es problemlos. Zigarillo und alles kein Thema. Bei einer Pfeife hat es mich gestört. Ja, muss ich so sagen. Ja, aber bei einer Zigarette finde ich das völlig problemlos. Wenn ihr das Originalbenzin nehmt, ja, wenn ihr Billigbenzin nehmt, da habt ihr mehr Benzingeschmack in der Regel, ja. Es gibt noch einen weiteren Nachteil, das betrifft allerdings eigentlich nur die Herren der Schöpfung, die Männer. Ihr habt euch einen Zippo gekauft, dabei bleibt das nicht. Ha! Ja, das endet nachher mindestens so. Ja, mindestens so. Ja, da sind jetzt 12. Ich habe in der Schublade auch noch ein paar liegen. Also ich habe jetzt, glaube ich, 25. Ja, und dann bin ich noch kein Hardcore-Sammler. Ja, ja, schaut euch mal an. Alle Farben der Nation. Ja, und mit einem Original-Depot-Magazin aus Leder. Ja. Ja, das ist eben der Mann. Der Mann hat eben ein paar Schwächen, und das eine Schwäche ist, er muss sein Schniedelwürzchen überall reinstecken, ja, sonst ist er irgendwie unglücklich, wenn er das nicht ständig versenken kann. Das ist eine Schwäche, die Männer haben, die kostet viel Geld und gibt viel Mühe und macht viel Probleme. Das haben wir aber alle, da können wir nichts dran ändern, ja, das Ding muss versenkt werden, ja, und koste es, was es wolle, und auch wenn ihr dann hinterher drei Vaterschaftsklagen am Arsch hängen habt, ich kann das nicht ändern. Ja, schon wieder Vater. Hallo Papa. Ja, es ist halt so. Ja. Der zweite ist die Schwäche der Männer, das Jagen und Sammeln. Ja, der Jäger und Sammler ja, hat dann irgendwann 20 von den Magazinen hier. Und finanziell lohnt sich das natürlich nicht. Ihr verschenkt eine Menge Geld. Das Geld, was ihr, das kriegt ihr nie mehr raus. Ja. Also macht euch da nichts vor, von wegen, die werden immer wertvoller. Irgendwann ist der Kupfer alle und dann kann ich die für 100 Euro das Stück verkaufen. Den Tag werdet ihr nicht erleben. Auch eure Kinder und Enkel nicht. Ja, also das gilt eigentlich für alles, was man sammeln kann. Sammeln ist grundsätzlich im Grunde scheiße. Ja, also egal, was ihr sammelt, sammelt Hundescheiße auf der Straße, rollt ihn Alufolie ein, ist ungefähr genauso wirtschaftlich wie irgendwas anderes zu sammeln. Wertvoller wird das nicht. Ja, und ihr kriegt jetzt niemals für den Preis wieder verkauft. Natürlich gibt's immer da so Storys in der Zeitung. Ne? Ich habe da ein uraltes Zippo von meinem Ur-Ur-Ur-Opa. Das hat 5 Millionen bei Sotheby's versteigert worden. Ja, aber das kommt alle 70 Jahre einmal vor. Ja. Also in 99,9% der Fälle werdet ihr beim Sammeln ein dickes Minus in der Brieftasche haben. Trotzdem können wir das nicht lassen, wir sind nun mal Jäger und Sammler und wir wollen sammeln. Und ja, wenn ihr eine neue Freundin habt, könnt ihr sagen, guck mal hier, ich zeige dir mal meine Zippo-Sammlung. Ja, ja, besonders wenn die Nichtraucherin ist, wird sie sehr interessant finden. Ja, aber so sind wir eben. Ja, wir wollen immer sammeln. Ja, und wenn ihr anfangt zu sammeln, wird das teuer, ja. Dann wird es teuer, weil es gibt ja Zippos, die kosten 100 Euro, 300, 500 Euro. Besonders diese Sammel-Editions, die gehen richtig ins Geld.
Ja, und wenn ihr da einmal angefangen habt und nicht mehr davon abkönnt, dann geht das ganze Monatsgehalt für das nächste Sippo wieder drauf. Und dann braucht ihr wieder ein neues Magazin und noch eins und noch eins und noch. Und irgendwann müsst ihr ein extra Zimmer anmieten, um eure Sippos aufzustellen, einzustellen, an die Wand zu hängen, wie auch immer. Und ja, irgendwann, ja, wenn ihr da die Kontrolle verliert, dann kann euch keiner mehr helfen, dann seid ihr verloren. Ja, ich hoffe, es bleibt bei meinem einen Magazin, soll so sein. Habt ihr vorgenommen, jetzt zu stoppen? Ja, es sind jetzt 12 und nochmal 15 oder sind 25 oder sowas, ja. Ungefähr, das soll eigentlich reichen, ja. Aber ob die Vernunft auf Dauer siegen wird, weiß ich nicht, weil immer guckt er so, oh, guck mal da, also, da gibt's auch noch einen anderen grün-blau gestreift mit Punkten drauf, da muss man auch noch haben. Ja, sie ist es halt, ja, der Jäger und der Sammler, der bricht dann durch, Frauen haben das Problem nicht, ja, die kaufen eins und wenn es kaputt geht, kaufen ein neues und das war's. Wir kriegen das nicht gebacken, ja. Wir bleiben abhängig und fangen an zu sammeln wie die Wilden. Und irgendwann haben wir kein Geld mehr und dann versuchen wir das zu verkaufen und dann stellen wir fest, kriegst du nur 10 Euro das Stück für, muss ich alle einzeln verkaufen, keiner will die haben. Ja, dann fängt das Elend an, ja? So ist es halt. Egal, was er sammelt. Ja, mein Vater hat früher Briefmarken und Münzen gesammelt. Als ich die geerbt habe, habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich reich. Laut Briefmarkenkatalog hätte die Sammlung, weiß ich nicht, 60.000 Euro wert sein sollen. Dann habe ich versucht, die zu verkaufen. Ich habe sie noch nicht mal für 1 Euro verkauft bekommen. Ja, also, weil die alle haben gesagt, das kannst du wegschmeißen, ist nichts wert, das ist gar nichts. Ja, kannst du nicht gebrauchen. Kein Mensch sammelt heute mehr Briefmarken. Und wenn du bei eBay reinguckst, da stehen ganze Sammlungen drin, 100 Kartons Briefmarken für 10 Euro. Und das nur zum Abholen. Ja. Dann habe ich sie weggeschmissen. Ja, bei den Münzen war es übrigens ähnlich. Keinerlei Wert. Ja, sammeln ist also eigentlich ist dummes Zeug. Aber trotzdem machen wir es. Wir kommen nicht davon ab. Da sind die Gene. Ja, der Mensch, der Mann muss sich vervielfältigen, möglichst viele Kinder zeugen und auf der anderen Seite Besitztümer anhäufen, um zu präsentieren, guck mal, was ich alles habe. Ja, das macht ihn geil, das ist halt so, da können wir nichts dran machen, das bleibt auch so. Denke ich mal, das kriegen wir nicht rauskonditioniert, ja. Das ist Teil unserer tierischen Natur, ja, die wir vom Charles Darwin übernommen haben. Ja, also, halt Zippo zu empfehlen für viel Nutzer definitiv. Es gibt nichts Besseres. Beste Feuerzeug der Welt. Für wenig oder gar nicht Nutzer eigentlich nicht. So würde ich sehen. Ja, 110.000 Zündungen. Mehr als das. Ja, und ist immer noch nicht kaputt. Das geht immer noch. Und das sieht so aus, als würde es noch lange so weitergehen. Wahnsinn, 110.000 Zündungen. Das ist eine Welt. Das ist mehr als eine Welt. Das müsst ihr mal mit irgendwas anderem versuchen, ob ihr das hinbekommt. Das wird nicht klappen. Ich rauche schon so lange und ja, in den 30 Jahren muss ich euch sagen, ich kann mir so viele Feuerzeuge verschließen. Also das sind Berge von Feuerzeugen. Und ich habe so gut wie alles gehabt an Feuerzeugen, was es irgendwie gibt. Immer wieder. Ja, Tausende. Und meiner Erfahrung nach, es gibt nichts, was auch nur annähernd so lange hält wie ein Seppo. In diesem Sinne, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.